Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistoric Kingdom und unserem Parkbauprojekt, was jetzt auch endlich einen Namen bekommen hat, denn über 1500 Leute haben abgestimmt und haben sich für den Namen Jurassic Jungle entschieden. Ein sehr cooler Name und schon mal vielen, vielen Dank an alle, die gewotet haben. Ich bin hier gerade schon fleißig dabei, das Jurassic Jungle dann auch bei uns am Eingangsbereich anzubringen. Dort habe ich ja noch als Platzhalter momentan Prehistoric Kingdom stehen und der Text wird jetzt einfach ausgetauscht gegen Jurassic Jungle. Und dann geht's hier auch direkt weiter mit dem nächsten Bereich. Den habe ich geplant hinter dem Berg von dem ersten Gehege. Dort hatten wir beim letzten Mal schon die Wege hingeführt. Und genau da sollte dann der Eingangsbereich in den nächsten Bereich kommen, denn das wird ein Bereich, der sich über mehrere Gehege erstrecken wird. So ist es zumindest geplant. Und ich mache halt heute den Anfang mit dem ersten Gehege und in den nächsten Folgen werden dann weitere Gehege folgen. Das, was ich jetzt hier gerade mache, ist sowas wie der Durchgang in diesem Bereich. Das sind halt große Rippenbögen. Da wollte ich halt so einen Brustkorb machen von einem gestorbenen Dinosaurier quasi, wo man dann durchläuft. Das fand ich eine ganz coole Idee. Und dann habe ich als nächstes einen Baumstamm umgedreht und einfach flach gezogen. Und dann dient er eigentlich schon perfekt als rustikales Eingangsschild. Das hält echt praktisch. Da kann man einfach aus einem ganzen Baumstamm ein Brett machen mit so einem richtig schönen rustikalen Look. Der dann auch keine geraden Kanten, sondern alles so ein bisschen geschwungen. Das fand ich optisch echt ganz cool. Das Ganze habe ich dann mit Ketten und mit Seilen befestigt an den Rippenbögen. Oben auch noch einen Knoten dran, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Dann nochmal schnell diese ganze Befestigungsmontage rüberkopiert auf die andere Seite, damit es auch von beiden Seiten gehalten wird. Und dann auch noch ein bisschen helleres Holz dort mit eingearbeitet. Da habe ich auch einfach aus einem Balken ein riesiges Brett gezogen. Und jetzt fehlte natürlich auf dem Schild auch noch der Name für den Bereich. Und da habe ich mich für den Namen Death Trail entschieden, was so viel heißt wie Todesfahrt. Und genauso soll das dann später auch aussehen. Das soll halt so ein längerer Pfad sein, der durch mehrere Gehege geht und das sollen halt alles eher so trockenere Gehege sein, wo dann auch Dinosaurierknochen liegen oder so ein Dinosaurierfriedhof vielleicht in einem Gehege. Vielleicht arbeite ich auch noch ein bisschen mit Lava oder einem Vulkan, das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Das ist zumindest der Plan für die kommenden Gehege. Und jetzt mussten wir natürlich auch noch einen Übergang erzeugen von dieser schön fruchtbaren grünen Landschaft in diese etwas trockenere Landschaft. Das wird nach und nach auf diesem Pfad dann auch immer trockener werden. Jetzt am Eingangsbereich wird es noch relativ grün sein, aber es wird dann später auch nochmal richtig trocken werden. In irgendeinem Gehege, wo dann große Apex Predators oder so auf uns warten, das kann ich mir ganz gut vorstellen. So ein richtig schön ausgetrocknetes Gehege, wo dann vielleicht der Agrokanto oder der T-Rex lebt. Ich habe hier relativ viel mit Felsen natürlich gearbeitet, das bietet sich ja immer an. Und ich habe da auch noch so ein paar Baumstämme mit reingemacht.
und dann das Ganze auch noch schön mit Büschen und auch mit ein paar Bäumen verkleidet. Von der anderen Seite durfte es natürlich auch nicht fehlen. Ich habe ja eigentlich hauptsächlich solche tropischen Pflanzen wieder benutzt, passend zu unserem ganzen Projekt hier. Und ich habe halt auch immer ein bisschen geguckt, wie es aussieht von der Eingangsseite, ob das alles schön dicht ist von den Bäumen her. Und ansonsten habe ich mich eigentlich immer so Stück für Stück vorangearbeitet mit Felsen, Pflanzen und auch natürlich mit dem Terrain-Tool. Hier in dem Bereich habe ich dann auch noch so eine kleine Fläche für die Besucher geplant. Da habe ich dann einen schönen Boden mit Holz erzeugt. Den konnte ich dann auch wieder wundervoll skalieren und auch wieder passend einfärben. Und dann habe ich dort ein paar Stühle mit Sitzmöglichkeiten platziert. Und dann auch nochmal was Passendes für die Ränder hier gesucht, damit das ein bisschen schöner ist. Habe mich dafür so kleinere Baumstämme entschieden, das fand ich ganz schick. Auch alle in verschiedenen Höhen. Das habe ich auf der anderen Seite dann auch gemacht. Und dann in die freien Flächen auch nochmal ein paar Äste und auch Mülleimer platziert. Diese habe ich natürlich dann auch noch eingefärbt, genauso wie die Bänke, so ein bisschen heller. Und da vorne hatte ich dann das erste Dinosaurier-Skelett geplant, nämlich ein Tyrannosaurus Rex-Kopf. Und passend dazu habe ich hier eine Wirbelsäule gebaut. Aber es sollte jetzt kein ganzes Skelett werden, sondern einfach nur der Kopf, der dann so ein bisschen bis in den Boden geht vom Skelett. Und daneben liegen dann auch noch so ein paar Rippenknochen. Dieser größere war, glaube ich, ein Beckenknochen oder sowas. Aber den fand ich dann im Endeffekt doch nicht so schön. Den habe ich gleich dann auch noch entfernt. Der war auch irgendwie ein bisschen heller, so von dem Glanz her, sage ich mal. Und als nächstes habe ich dann einen kleinen Besucherladen gebaut. Da habe ich auch Dinosaurierknochen als so Seitenstützen benutzt quasi. Fand ich auch ganz cool eigentlich optisch. Und ansonsten ist es eigentlich eine relativ standardmäßige Hütte. Also jetzt nichts mega Besonderes. Aber ich wollte in dem Parkbauprojekt eh ganz viel mit so kleinen Hütten arbeiten. Und eher auf große Gebäude verzichten. Wobei ich mir auch noch vorstellen kann, dass wir später vielleicht, wenn wir Sauropoden im Park haben, auch noch einen großen Unterstand oder so mal bauen. Weil das stelle ich mir echt krass vor. Also ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn man dann irgendwie einen Argentinosaurus oder so hat. Der ist ja wirklich gigantisch. Da muss man dann wahrscheinlich auch ein riesiges Häuschen bauen, damit er da auch reinpasst. Da habe ich echt noch keinen Plan und auch so ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Beim Dach habe ich mich natürlich wieder für Stroh entschieden. Das haben wir ja schon im gesamten Park eigentlich immer verwendet bei den Gebäuden. Und das Schild oben drauf habe ich einfach vom Eingangsbereich kopiert und ein bisschen abgeändert. Der ganze Laden hieß dann Death Snack. Aber vom Schild her bin ich da beim gleichen Stil geblieben. Und dann ging es natürlich auch wieder darum,
hier die ganzen Bereiche noch einzukleiden und den Übergang ein bisschen schöner zu machen. Das habe ich dann auch wieder mit Baumstämmen gemacht und mit einigen Felsen. Und Pflanzen durften natürlich auch nicht fehlen. Wieder ganz viele Palmen habe ich platziert in verschiedenen Größen. Und einige Büsche und Farne. In den Zwischenbereich habe ich dann auch wieder ein paar Büsche noch platziert. Und auch so einen schönen trockenen Ast, der da perfekt hingepasst hat an die Stelle. Und jetzt ging es dann auch endlich an das erste Gehege. Das war hier vorne geplant. Habe ich dann erstmal das Ganze ein bisschen abgesenkt, weil es ist natürlich immer schön, wenn man von oben, vom Weg her, runterguckt auf das Gehege, damit man eine bessere Übersicht hat. Und jetzt könnt ihr auch schon sehen, was da für ein Dinosaurier leben wird. Das ist nämlich ein Psittacosaurus. Ein recht kleiner Dinosaurier, fand ich aber für den Bereich als Anfangssaurier eigentlich ziemlich passend. Ich mache es in der Regel auch eigentlich immer so, wenn ich ein Gehege baue, dass ich dann den Dinosaurier vorher einmal reinplatziere und dort stehen lasse, im pausierten Zustand halt. Einfach damit ich das von der Größe her perfekt für den Dinosaurier gestalten kann. Weil das finde ich immer teilweise echt schwer einzuschätzen, wie groß man bauen muss. Und da hilft es halt ungemein, wenn man sich halt den Dinosaurier in das Gehege platziert, weil dann kann man das eigentlich mal ganz gut sehen vom Größenverhältnis. Weil meistens muss man wirklich richtig große Gehege bauen. Jetzt bei dem kleinen Psittaco zum Glück nicht. Aber später, wenn wir dann Sauropoden haben, dann wird so ein Gehege auch einfach mal so groß wie der ganze Bereich, den wir jetzt bis jetzt gebaut haben, denke ich mal. Und da muss man natürlich auch wieder bedenken, je größer das Gehege, desto weniger Wert auf Details kann man dann wahrscheinlich legen, ne? Weil wenn das Gehege riesig ist, kann ich ja nicht jede Ecke mit 1 Million Felsen und sonst was für Sachen auskleiden. Sonst werden es erstmal viel zu viele Objekte und das würde auch viel zu viel Zeit fressen. Also ich denke mal, wenn der Dinosaurier ein bisschen kleiner ist, wird es dann auch immer ein bisschen detaillierter ausfallen, der Gehegebau. Und je größer der Dinosaurier halt wird, desto mehr muss man dann leider auf Details verzichten, wollte ich sagen. Auf der rechten Seite vom Gehege hatte ich dann auch nochmal geplant, einen so ein bisschen erhöhten Bereich zu bauen für die Besucher. Eine Besucherplattform quasi. Da muss ich dann auch gucken, dass ich das vernünftig übergeglättet kriege. Weil wenn man einmal die Wege platziert hat, kann man das Terrain darunter nicht mehr bearbeiten. Das heißt, man muss sich am Anfang ordentlich Mühe geben beim Überglätten und dann die Wege darauf platzieren, damit man da nicht so viele Hügel und sowas drin hat. Das ist teilweise auch noch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Also ein bisschen müssen die das noch anpassen, glaube ich, das Terrain-Tool und dieses Wegetool, dass das ein bisschen besser zusammen funktioniert, weil es dann teilweise echt etwas umständlich, die Wege dann schön glatt hinzubekommen. So ein paar Kanten und Ecken hat man meistens immer mit drin, was echt schade ist. Aber dafür geht das Klippenabstecken immer richtig schnell und gut von der Hand. Die Felsen in Prehistoric Kingdom, habe ich ja schon 10-mal gesagt, sind einfach mega praktisch. Im Hintergrund habe ich dann auch nochmal das Terrain ein bisschen angehoben. Da wollte ich dann halt einen Berg haben. Bin ja sowieso nie der Fan von vielen Zäunen. Das kann man hier, glaube ich, auch schon wieder ganz gut sehen. Versucht da mal so wenig wie möglich bei dem Gehege zu haben. Geht zwar schneller, wenn man das Gehege komplett umzäunt und dann ja, den Dinosaurier reinsetzt. Aber es sieht halt immer schöner aus, wenn man dann natürliche Barrieren hat, sowas wie Felsen. Aber das führt auch nochmal gleich zu Problemen, das werde ich euch dann am Ende nochmal zeigen. Da brauche ich dann auch nochmal eure Hilfe. Also wenn ihr Prehistoric Kingdom selber spielt und euch schon ganz gut auskennt, bleibt bitte dran und helft mir nachher, weil ich habe da noch ein großes Problem mit diesem Gehege. Aber ansonsten habe ich hier wieder den Berg schön ausgekleidet mit vielen Felsen.
Ich habe da eigentlich auch mal fast den gleichen verwendet. Ich benutze eigentlich immer fast nur zwei Stück. Einmal diesen flachen mit den ganz vielen kleinen Steinen, den benutze ich jetzt gerade. Und diesen etwas höheren dann für die Klippen. Und die skaliere ich dann einfach. Dann unterscheiden die sich auch mal ein bisschen. Und dafür, dass ich hier nur zwei verschiedene Felsen verwendet habe, sieht es halt echt nicht so aus, oder? Also, es funktioniert schon echt gut, mit möglichst wenig Arbeit ein gutes Ergebnis hinzubekommen. Oben bei der Besucherplattform habe ich dann auch wieder meinen selbstgebauten Zaun aus Knochen und Holz platziert. Und dann zwei Ferngläser obendrauf. Und auch noch die ein oder andere Sitzmöglichkeit. Und auch ein paar Mülleimer. Und dann durfte natürlich auch Wasser in dem Gehege nicht fehlen. Das Wassertool in Prehistoric Kingdom ist auch noch etwas komisch, muss ich sagen. Also das ist erstmal noch viel zu groß von diesem Radius, wo man das platzieren kann. Und das hat dann teilweise immer so Ecken und Kanten mit im Terrain. Also das sieht ganz komisch aus. Kann man jetzt so gerade gar nicht sehen. Aber ja, also wenn ihr selber mal spielt, dann werdet ihr das merken. Ah, jetzt sieht man das ganz gut oben rechts. Diese komischen Ecken, seht ihr das? Und das ist auch immer ein bisschen störend. Also da muss man dann am besten das Ganze mit Felsen oder so abdecken. Das werde ich gleich auch noch tun. Aber keine Ahnung, warum sowas entsteht. Ist halt ein bisschen schade. Und jetzt geht es natürlich wieder darum, fleißig alles mit Pflanzen abzustecken. Das geht zum Glück mal richtig schnell mit diesem Einzeichnen-Tool. Das ist halt einfach super praktisch, dass wenn man dann einen Baum auswählt, der immer eine random Rotation hat und eine random Größe so ein bisschen, das sieht dann halt nicht so aus, als wenn man immer den gleichen Baum verwendet hat, weil die immer so ein bisschen unterschiedlich dann sind, auch wenn man die nebeneinander platziert. Jetzt seht ihr das, wie ich die Ecken hier abdecke. Und dann habe ich auch überall noch so ein paar kleine Felsen platziert im Gehege, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Und auch noch so ein paar kleine Bäume und Büsche, nicht nur an die Ränder, sondern auch mal in die Mitte vom Gehege so ein bisschen. Und beim Wasser natürlich auch. Und jetzt kamen auch noch ein paar umgefallene Baumstämme und Äste ins Gehege. Da habe ich jetzt erstmal lieber zu viele platziert und dann habe ich mir das Ganze nochmal aus Besucherperspektive angeschaut und dann noch den ein oder anderen Ast wieder entfernt, der mir nicht so ganz gut gefallen hat. Und jetzt kam eigentlich schon so ein bisschen der Feinschliff mit dem Terrain-Tool nochmal. Da habe ich nochmal so ein bisschen die Ränder übergearbeitet und habe halt versucht, da wo Pflanzen wachsen, auch ein bisschen Grün noch unterzumachen. Und die Übergänge auch nochmal so ein bisschen schöner zu machen. Und hinten der Berg, der war auch noch ein bisschen langweilig. Da musste auch noch einiges an Pflanzen drauf. Und der Hintergrund, den habe ich dann einfach schön mit einem Palmenwald ausgeschmückt und auch ein paar normale Bäume dazwischen. Und jetzt habe ich zu guter Letzt auch noch ein schönes Cetacosaurus-Schild gemacht. Auch wieder im gleichen Design, was wir schon die ganze Zeit verwendet haben. Und das habe ich dann vor das Gehege platziert, an eine passende Stelle. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Problem, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Denn der Cetaco,
Der kann hier noch an richtig vielen Stellen leider ausbüchsen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt tut. Ja, klettert jetzt hier hoch. Und meine Frage an die Experten im Chat, oder nicht im Chat, sondern in den Kommentaren, ist jetzt natürlich, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, einen unsichtbaren Zaun zu ziehen oder irgendwas in den Boden zu versenken, um das Ganze halt zu verhindern. Der kann wirklich an vielen Stellen noch ausbüchsen. Es gab auch mal so eine Ansicht, wo man das sehen konnte, wo der ausbüchsen kann und wo nicht. Aber keine Ahnung, wo die zu finden ist. Gibt es die überhaupt noch? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich will halt jetzt hier auch nicht alles zuklatschen mit Barrieren und sowas. Das wäre halt echt schade. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Objekt, was man im Boden versenken kann, was man nicht sieht. Und da kann er dann nicht durch. Das gab es halt bei Planet Zoo auch mal. Wäre so meine Hoffnung. Weil hier kann er zum Beispiel auch raus. Hier läuft er so easy über die Felsen rüber. Na, da oben sieht er ja ganz süß aus. Aber ist halt auch nicht Sinn der Sache. Aber ich möchte halt echt ungern hier noch irgendwie Barrieren reinmachen. Das wäre echt blöd. Aber ich bin echt zufrieden, so wie es jetzt aussieht. Ich hoffe, ihr habt eine Lösung. Ich verlasse mich da auf euch. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal so. Gehen jetzt einfach mal in Besucherperspektive da rein, würde ich sagen. Die Übergänge sind echt ganz gut gelungen, finde ich. Man kann rechts und links noch gar nicht sehen, was einen da drin erwartet. Dann geht man hier durch diesen Rippenbogen. Und dann hat man hier auch wieder alles schön dicht. Dann kommt hier der Death Snack. Da kann man sich dann einen schönen Burger gönnen. Und dann hier vorne hinsetzen. Da ist dann auch dieses T-Rex-Skelett. Und auf der anderen Seite erwartet einen natürlich das Psittacosaurus-Gehege. Leider aktuell noch ohne Psittacus. Aber das kriegen wir hoffentlich noch hin. Ja, der Hintergrund sieht aber auch gelungen aus. Aus Besucherperspektive. Da sieht man sogar noch ein bisschen die Berge im Hintergrund. Hier vorne liegt dann auch das Futter. Das habe ich auch so ein bisschen im Boden versenkt. Da ist auch nochmal so ein Futterding. Und dann kann man natürlich hier auch nochmal das Schild sehen. Psittacosaurus. Und dann kann man auch nochmal hier hochgehen. Das machen wir auch mal eben. Ja, hier ist es auch nicht ganz glatt. Also ganz perfekt ist es nicht, aber das kriegt man irgendwie noch nicht hin bei Prehistoric Kingdom. Ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen verbessert. Aber hier hat man dann auch nochmal eine schöne Plattform. Oh, der Vulkan ist ja auch perfekt im Hintergrund. Da habe ich echt immer Glück mit dem Hintergrund, dass es cool aussieht. Aber da kann man dann auch nochmal richtig schön in das Gehege blicken, auch schön den Wasserbereich angucken und im besten Fall auch nochmal hier durch diese Ferngläser gucken. So, das ist unser erstes Gehege für den Death Trail. Hier links geht es dann beim nächsten Mal weiter, da wo der Psittaco rumläuft. So, du wirst jetzt nochmal eingefangen. Mir reicht's jetzt. So, bitte Leute in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt eine Lösung, ansonsten müssen wir hier echt nochmal umbauen oder sowas. Wäre aber echt schade. Aber Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Däumchen da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr auch gerne ein Abo dalassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.